Willkommen zurück, Episode 7 von God of War. Wir sind unterm Hexenhaus. Ein spannendes hier. Draugr sind da. Eine Rundruhe. Sag mal, die können im Keller mal wieder aufräumen, oder? Das ist schlimm. Man schmeißt einfach alles in den Keller. Konzentrier dich! So sah das in deiner Kellergeschichte aus, oder? Ja. Oder sie noch 20 Mal erzählen. Was ist das denn? Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Kannst du einfach draufhauen? Nö, das sieht einfach nur... Es leuchtet blau. Und was macht es? So, hier runter. Atreus, komm her! Gut, ich komme! Das Plüsch! Können wir uns Wasser? Was? Junge? Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. Das ist schon eine Schatztruhe, oder? Ja. Kann man damit hinkommen. Was kann man damit machen? Kann man damit das Wasser irgendwie... Komm mal rüber. Kannst du das, wenn du das drauf wirfst, vielleicht entsteht dadurch eine Brücke oder so? Nö. Ich glaube, wir sind nicht raus. Wir müssen ja später noch ins Wasser kommen oder so. Weil sonst kommen wir auch nicht in die Truhe rein. Und dann geht es wahrscheinlich auch da hinten weiter. Moment. Vielleicht wollen wir mal den oberen Weg entlang gehen. Ja. Sie meint ja auch, man kann ja so oft, wenn man möchte, wieder zurückkommen. Das ist bestimmt auch irgendeine Art von Händler, oder? Dass man bestimmt dann auch bei den Sachen kaufen kann oder verbessern oder. Was ist denn hier zum Beispiel? Da brauche ich auch erstmal eine Fähigkeit für, oder? Das funktioniert wohl nicht. Danke. Da kannst du rüberhüpfen, oder? Ja, denke ich auch, wenn noch irgendwas hier ist. Das sieht ja nicht so aus. Noch was Neues. Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewöhnlich Talisman. Gewährt einen Gesundheitsschub. Machen wir Menü anzeigen. Zu aktivieren L1 plus Kreis drücken. Das ist einfach ein Heiltrank jetzt, oder was? Ausgerüstet. Da konnte es nur einmal benutzen. Abwehr und Vitalität.
Oder ist das so, was man immer benutzen kann? Das müsste dann irgendwie wahrscheinlich einen Cooldown haben, oder? Wir können wohl auch neue Fähigkeiten kaufen. In der Tat, dadurch, dass die Axt hochgelevelt ist. Ganz kurz schauen hier. Wir haben Hüftrüstung, Brustrüstung. Und Talisman, es wird schon, weiß ich nicht. Also es wirkt dafür, dass es ein einmaliger Trank ist, ein bisschen zu prominent in dem Menü, oder? Ich glaube nicht, dass es ein einmaliger Trank ist. Es wird halt ausgerüstet sein. Was haben wir hier jetzt noch? Das kannst du verbessern, oder? Wahrscheinlich. Aber halt nicht hier, sondern... Kann ich nur beim Brock? Beim Brock. Ja. Hauptsache, das andere wollte ich mir noch angucken, was wir jetzt bei den Fähigkeiten haben. Fernkampf hätten wir jetzt was. Halt beim Zielen R2 gedrückt, um die Leviathan-Axt aufzuladen. Explosion mit Frostschaden. Das sieht wichtig praktisch Drücken aus. Drücken Sie Dreieck während dem Aufleuchten nach einem Präzisions-Axtwurf. Schwachpunkte und Kopftreffer, um die zurückzurufen. Und den nächsten Wurf oder Nachangriff auszuführen, welcher bei Kontakt explodiert. Dann macht das dann so. Dann aufgeladene Axt. Da drüben. Sprinten. Das ist gar nicht so schlecht, so ein Sprungangriff. Ja. Schnell nachher das ohne Schaden zu nehmen. Wird hier aufgeladen, also ein Combo-Bonus. Halten wir Ausweichen L nach vorne und drücken sie eins für einen schnellen Axtangriff. Ja, das ist ja so ein Dash, was wir irgendwie wollten. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Das ist beides so in die Richtung. Permafrost. Was heißt denn unten, erfordert Vitalität, kostet das Leben, wenn man das macht? Ich glaube, Vitalität 4 von 125. Runenkraft, Vitalität. Ah, nee, ich glaube. Ganz kurz, wir können nochmal rüber gucken. Vitalität 4. Ich glaube, wenn wir 125 Vitalität haben, dann machen wir das, was noch zusätzlich steht, als Bonus. Ah, okay. Ja, das dauert ja noch eine Weile. Anscheinend. Okay. Ganz kurz, wie geht das? R1 gedrückt halten. Ich will das mal machen. Ich finde Kombo ja, ganz geil. Nehmen wir jetzt mit. Da will er eine Kombo. Dreimal. 2, 3. Oh, das war das, glaube ich, nur das Normale. Ne? Das war noch gar nicht das. Mal ganz kurz gucken. Ich habe es gedrückt gehalten. Deswegen. Eins. Was ja. Ist das? Okay. Der ist schon ganz bämsig. Los, Vater! Lass schief fahren! Den Keller kaputt machen. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Was mit seiner Krankheit auf sich hat, wenn wir gleich noch mehr erfahren. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Kratos hat aber auch einen ganz schönen Zug, oder? Ja. Also voll auf Motorbootgeschwindigkeit. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Ah, nur so.
Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht: Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Oh oh. Es ist die Weltenschlange. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Das sind Uroboros. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ich hätte gedacht, dass es zu Eis wird und man rüberlaufen kann. Wohl nicht. Anscheinend nicht. Mal kennenlernen, was hier zu tun ist. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Ich hab schon wieder alles aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, hat sich schon ganz schön gemacht. Rennt ihr überall so herum? Puh! Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen.
Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Hereinspaziert. Das war's mit Ruhe und Frieden. Aha. Talismane, Knäufe und Zauber sind jetzt in Läden verfügbar. Gottes Willen. Oh mein Gott, echt mal. Just keeps on giving. Oh Mann. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Zur Verbesserung von Rüstung, verbessert Werte, bla bla. Das wissen wir alles schon. Was haben wir denn hier jetzt? Axtknauf. Talismane des resoluten Schutzes. Einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Ablenkzeiten. Zwei Stück. Der eine verbessert Stärke und Abwehr und der andere verbessert Abwehr und Vitalität. Ja, vor allem unbesiegbare Barriere. Wie, was, wo? Gewährt für einige Sekunden eine unbesiegbare Barriere, wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Passiver Effekt. Und da kriegt man mehr Stärke. Das gegen andere klingt ein bisschen besser für uns. Ja. Aber haben wir nicht schon einen Talisman? Oder wie ja, ist wir haben jetzt? Den einen, der so einen Gesundheitsschub irgendwie gibt. Oder muss man, glaube ich, was machen, oder? Mal kurz hier. Die konzentrierten Vitalität. Da muss man mal aktivieren. Das andere ist ja wie so ein Failsafe. Das ist bei uns Dödeln, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der hat Abwehr und Vitalität. Und das Ding hat hier... Also der hat auch schon Abwehr und Vitalität erwirkt. Wie ist das jetzt? Ich mach das mal, stell dir mal her. Ja. So, Mann. Hacksilber. Ausrüsten. Ja. Sehr gut. Hergestellt. Wenn es verbessert, kann ich mir einen aussuchen oder wie ist das? Genau. Er ist jetzt ausgerüstet, wenn es eh dran ist. Mhm. Dann können wir uns noch verbessern. Dann hat er noch mehr Abwehr und Vitalität, aber jeweils nur zwei. Ja, dann hauen wir das ganze Hacksilber drauf. Ich würde noch irgendein anderes Rüstungsteil für uns kaufen. Was ist denn ein Zauber? Ein Zauber, der Vitalität erhöht. Ablenkzeit, Hundenkraft, Glück. Das ist einfach passend, ein Zauber auf Glück oder wie? Ja. Ja, Glück immer noch null. Wie spreche ich denn den Zauber jetzt? Wo ist denn der jetzt? Verkaufen. Ja, ich denke, das muss man halt im Kampf so machen. War das etwa schon alles? Weil wir da auf links. Den Talisman haben wir wie. Hat er den vielleicht, weil das so ein zweiter Slot war bei Atreus? Wo wir noch nichts ausgewählt haben? Wo würde ich das jetzt machen? Jetzt nach rechts. Hier bei den Waffen war das, glaube ich. Da unten. Also, aber nicht. Das ist wieder was anderes. Rüstung ist es auch nicht. Moment ausgerüstet, ist auch ganz gut. So, Fähigkeiten. Magiekampf. Ach du Scheiße. War es nicht bei Magiekampf dann dabei? Nee. Braucht man da vielleicht irgendwas erstmal, um das überhaupt casten zu können? Karte, Ziel. Ich finde diesen Augenblick manchmal, wo man so ein bisschen überfordert ist. Vor allem, wenn du jetzt rauszoomst. Oh Gott. Das auch noch. Ziele, Codex, Ressourcen. Das ist vielleicht zu früh gemacht. Vielleicht sagt er es mit den Zaubern jetzt erst noch. Und wir haben jetzt auch was gemacht, was wir nicht verstehen. Na egal. Schau, ob du noch eine Rüstung, irgendwie so eine Armrüstung bauen kannst oder so. Ja, ich will nur ganz kurz. Dann musst du halt zu ihm hin. Ja, das will ich nur ganz kurz eine Sache. Wollte ich mal eben schauen.
jetzt den Talisman. Den habe ich jetzt auch noch irgendwie aktiviert, oder? Ne, der nur. Okay. Dann mal an die Arbeit. Was willst du jetzt noch? Eine Rüstung verbessern? Arm oder Hüfte? Ach, haben wir nicht genug? Eine Hüfte? Die schon verballert. Auch nicht. Axtknauf. Knäufe können an der Waffe angebracht werden. Der Knauf erhöht die Werte und verfehlt ein. Verleiht. Einzigartige Boni. Na dann. Können wir uns einen gönnen. Scharfschützen Abklingzeit. Hohe Bonus, Aktivierungschance auf Siegen. Bei erfolgreichem Präzisionswurf. Nach erfolgreicher Exekutionsspalte. Geringe Bonus-Aktivierungschance bei erfolgreichem Präzisionswurf. Dann wirklich von Stärke oder Abklingzeit. Stärke ist auch nicht schlecht, oder? Ja. So, das ändert sich auch tatsächlich. Stärke 4, Glück 3. Machen wir das hier. Wir wissen zwar nicht, was es damit auf sich hat, aber... Ja, doch, wenn du diesen Exekutionsspalter machst, diesen einen Move, dann kriegst du halt möglicherweise Stärke dazu für eine begrenzte Zeit wahrscheinlich. Und passiv hat das halt auch auf Glück und Stärke. Ja. Boni. Was war diese andere Sache? So, jetzt können wir hier wieder abhauen. So wie noch in seinem Laden. Kannst du da jetzt das Ding hinschmeißen? Wohin denn? Das blaue, nach unten. Brauchen wahrscheinlich irgendein Upgrade, um da wieder rauszukommen. Dann kannst du da durch die Tür hier gehen. Ja, probier doch die mal aus. Guck jetzt kurz, ob noch was ist. Haben wir aufgemacht. Gehen wir durch die Tür, oder? Ja. Cool. Ah, jetzt können wir hier reisen. Also hier ist der Laden. Da geht's halt durch die Reise. Wahrscheinlich ist halt die erste Tür dieser Art, die wir gefunden haben. Also ist das noch zu früh für derlei Spirenzchen? Oh, das wollte ich nicht. Toll, Kratos. Wenn jetzt nicht dann die Reise fortsetzen, ist doch gehen, oder? Du gehst aber wieder raus, wo du rangekommen bist. Da. Ja. Gehst du nicht dahin? Nö, du gehst einfach zur Tür raus. Ich will aber nur zoomen. Mann. Da ganz ans Ende der Brücke müssen wir hinkommen. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Episode. Na gut. Ich will gar keine Pause machen. Wenn es wieder heißt. God of War, bis zum nächsten Mal. Bis dann.